Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Path of Exile mit dem Mr. Banwa LP. Guten Tag. Und dem Social Rune LP. Und wir können hier schon wieder zwei Sachen ableveln. Ich kann nur eine Sache ableveln. Und ich kann zwei, ich hab's alles, drauf. Ich hab vorher alles noch mit aufgenommen und das werde ich auch nicht schneiden. Das ist einfach so genial. Drück mal Alt, das ist ganz praktisch. Ist mir aufgefallen. Dann seht ihr die ganzen Loot. Oh, wie geil. Hä, ich hab den ganzen Loot bei mir. Sieht ihr? Da ist der ganze Loot. Hä? Weil, wie meinst du? Hä, ja, dann stehen da die ganzen Namen direkt. Wo, wenn, falls du irgendwas auf dem Boden nicht siehst. Wenn du Alt drückst, guck mal, was dann kommt. Dann stehen die ganzen Namen von deinem Loot. Und man kann auch gucken, was du kannst. Ja, ich weiß, das habe ich von Anfang an aktiviert gehabt. Hä, was für aktiviert? Was für hast du gesagt? Ist das automatisch? Die ganzen Namen. Hä? Nee, bei mir nicht. Wenn du mit der Maus drüber gehst. Nein, generell. Nein, nicht wenn. Bei mir stehen die komplett da. Guck nee, mal bei mir an. Nicht. Wenn die droppen, dann stehen da instant die Namen. Dann hast du ja immer so einen schwarzen Block im Bild. Ja. Wie scheiße ist das denn bitte schön? Da hätte ich mich schon lange drüber beschwert. Ja. Nee, mich stört. Das ist ja mega scheiße. Mich stört sowas nicht. Mich stört das. Das okay, hat dann dich zu stören. Weiter töten. Oh, wir sind hier in Fetid. Oh mein Gott. Ja, in Fetid, so klingt das bestimmt. Im fetischen Pool. Amboss. Ey, was? Der Name ist cool, fetischer Pool. Amboss. Hey, Amboss. Amboss bei Minecraft. Amboss, AOG. Hey, Amboss. No Beast of Burden. Wir haben halt alle einen Amboss-Fetisch. In dem Sinne. Ja. Das ist jetzt an. Das ist ja jetzt Quatsch. Das ist ein Insider. Nur Plasma Flip hat den. Ja, stimmt, er hat einen Amboss. Und Just Jay. Und Noch mehr Schleichwerbung, noch mehr. Oh, das. So, oh, das ist ein Boss, oder? So. Ja, das ist tot, der ist Platz. Na, der war ja jetzt auch nicht so der Knüller, der Boss. Aber wenn man nicht mal merkt, dass es ein Boss ist, dann ist es echt deprimierend für den Boss. Das auf jeden Fall. Oh, ich hab. Oh, 24 Maximum Mana. Das gefällt mir. So. Weiter. Oh, ich hab 1,6 Lebensregeneration. Pro Sekunde. Ja, die hab ich jetzt was. Auch. Ich hab ein richtig. Der Ring war auf jeden Fall echt nice und so. Ja, den hab ich und zum Beispiel nicht. Ich hab keinen Ring bekommen. Nee, aber ich hab einen anderen Ring um und der Elf macht einfach mal, dass ich 1 bis 4 mehr physikalische Schaden mache. So, jetzt gehen alle Gems mal in meine Rüstung rein. Ich hab nämlich 3 Slots für die Rüstung. Oh. Das Ding ist, bei mir sind die Gems irgendwie alle mit dem höheren Level. Sensor? Ja. 12 das heißt, oder so. Die Upgrade. Die Upgrade. Ja, ja. In dem Sinne. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Irgendwas klickt to Level up. Das ist immer nur gut. Ich bin schon fast Level 7 jetzt wieder. Hey, ich bin schon Level 7, glaube ich. Level 8, sorry. Fast Level 8. Ja. Passiert schon mal, ne? Ist halt ein, halt ein Rollenspiel, da kann man mal leveln. Bossgegner. Wow. Oh, der tut mir weh. Ich bin da. Aber sag dir mal bitte, der soll das mal lassen. Oh. Der tut weh. Okay, Happen. Okay, ja, es ist aber nicht so toll, das ist so toll gewesen. Nee, irgendwas. Alter, was habe ich hier alles? Eine Pet-Weste? Nee. Cool. Dein Axt lasse ich weg. Okay, so, wir haben das hier fertig. Ah, wir haben alle? Ah, sehr schön. Ja, wir haben alles getötet hier. Müssen wir ja nur auf demselben Weg wieder zurück. Dann würde ich jetzt sagen, Wir ich habe eine Portal-Scroll, also. Ja, aber lohnt sich das? Das lohnt sich eher im Kampf. Am besten. Dann laufen wir zu Fuß. Wir machen das die andere Quest direkt mit The Dweller of the Deep, würde ich sagen, oder? Ja, aber die Problematik ist einfach, mein Inventar. Ja, stimmt auch wieder. Also, ich meine, dann können wir dann eben auch unser Inventar nochmal legen. Ja, stimmt wohl. Deswegen hatte ich das jetzt gedacht, dann können wir das nämlich schon mal wieder verbinden. Verbinden? Portal Scroll, ja, okay, dann setze ich in eine Portal Scroll rein, mein Gott. Hä, nein! Black Stones descend on us. Also gehen wir zurück.
Ja. So ein redender Stein. Wo ist ein redender Stein? Ja. Lashing our backs, tearing at our houses. The rain. Ja, ich lass den jetzt erstmal reden. It withers our crops, sickens our livestock. And the wind. The wind carries with it a restless spirit that breeds melancholy and madness. A spirit that creeps through our dreams, weaves tales of misdeed around our resting minds. We try not to listen. We try to remember ourselves. Some of us forget. Brothers, fight. Brothers, where do I get the raincoat? I'm sorry, I'm a new calm punishes my name those is Yummy. That quarrel and steal. Yet still the willkommen in MMOs. Ja, Social Rune LP. Da ist der Chat immer das Sinnvollste der Welt. Und der Stein hält nicht die Fresse. Ja, aber ihr könnt damit ja um die Welt laufen. Oh nein. So, warum hast du. Wo bist du eigentlich jetzt? Wer? Achso. Kevin, wo bist du? Ja, bist ich bin auf dem Weg in die Stadt. Oh, ja, okay, gut. Du läufst uns einfach weg. Ja, ja. Nee, das tue ich schon. Keine Sorge. Was? Hä? Ah, da ist der Mr. Nevanbar. Mr. Na-na-na-na-na. Na-n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 a. Sorry, Rookie hier. Oh. How you going? Was will mein Handy denn jetzt von mir? Was machen die denn alle? Leute. Also ja. Das. Ja, super. Necromancer. Ich sehe es. Wir sollten vielleicht zusammen rumlaufen, wenn wir schon in einer Party sind. Well, ja, warum solltet ihr laufen? Ihr habt den Waypoint. Hier, have this. Ach ja, aber den Waypoint. Well ja. Oh, Mann. Warte, ich bin auf dem Weg. So, ich bin da, bin in der Stadt. A Skillbook? Right click to gain 2 pairs of Respect Points? Respektpunkte. Ah. Respekt. Das Problem ist, dass I've traveled inland on the Emperor's Road. Ja, komm, tut mir leid, ich bin halt ein bisschen langsam, was Denken angeht. Press F to pay respect. So, Waypoint. Ich will mit diesem Taggedönse reden. Ich will mit dem Taggedönse reden. Mit dem Taggedönse? Ja, Taggedönse. Oh, Necromancer ist gut. Das ist schön. Liebe Necromancer. Ich finde, das, wisst ihr, was dem Spiel noch fehlt? Eine deutsche Übersetzung. A Skillbook from Target right click to you, Jane, 2 passive respect points. Ja, ich lass den erst reden. Aber ich lese mir jetzt noch nicht mal durch. Oh. Ach ja, der Reward, genau. So, goodbye, dann machen wir jetzt mal erstmal das. Was können wir denn mit diesem Kackbuch machen? Du kriegst 2 Punkte? Genau. Ja, okay, gut. Ja, Quest complete. Schön. Einfach 2 Punkte in diesen Skilltree. Ich feier das. Ah ja, ich hab jetzt 2... Hey, wo öffne ich denn überhaupt mal den Skilltree ohne, 3 Refound Points, hä? Ja, das sind die, ja. Options, Overlay, Social, World... Nee, man kriegt keine Punkte. Doch, ich hab 2 Stück. Refound. Ich hab 2 Stück bekommen. Ja, ich auch. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wo gehe ich jetzt lang? Weil ich bin jetzt wieder an so einem... Weil... Ich möchte es nochmal demonstrieren, kurz, wie riesig dieser scheiß Skilltree ist für die Leute, die das noch nicht gespielt haben. Und da sind es einfach 20 Skills mehr. Es ist einfach... Leute... Was? Hä? Vor allem, jeder Skill bringt was Unterschiedliches. Hä? Was? Ich verstehe das gerade nicht. Bei mir steht 3 Reform Points, aber ich kann keine Punkte einsetzen. Hä? Ich kann die auch nicht ansetzen, irgendwie. Ja, weil Refound. Ah, jetzt. Hä? Refound Passive? Ja. Was? Hä? Aber wenn du Refound Passive, dann
gibst du deine alten Skillpunkte ja weg in dem Sinne. Nee, aber irgendwie ich, Aber ich kann meine, auch gar nicht. Ich kann meine beiden gerade nicht verwenden. Nee, das sind German. Wie gesagt, ich sagte ja, Reform Points. Du kannst Reform Passive. Dann musst du eigentlich kannst du einen Skill Point wegnehmen und kannst ihn woanders hin platzieren. Ja, aber Sinne. Das will ich ja nicht. Ja, das aber das sind dann, du hast aber dann keine Skill Punkte bekommen in dem Sinne. Ja, aber was ja, will ich mit zwei Reform? Ja. Nix, das ist halt. Hey, die müssen den Sinn haben. Ja, wenn du deinen Charakter umstrukturieren willst. Oder wenn du was Falsches geskillt hast, oder was du halt später ja, bereust. Ja, aber ich weiß doch jetzt noch nicht, ob ich jetzt irgendwas... Nee, weil, wie gesagt, dieser Skilltree ist einfach kein Baum. Das ist ein ganzer Wald. Das ist ein Bauplan für ein UFO. Ey. Weil ich meine, guck mal, ne? Ja, ne? Da kann man ja sehen. Gut, dann können wir jetzt gerade mit dem Refund Points nichts machen. Dann gehe ich mal an meine Truhe. Was habe ich da? Zu früh gefreut, wa? Oh, noch ein Schwert. Oh, ja. Oh. Ich kann es endlich verwenden. Warte, das macht 4 bis 15 Physical, Critical, das, Attacks. Hast du das Schilde? So, also ich verkaufe erstmal ein paar Sachen. Ich auch so. Und ich hoffe, dass ich dann ein paar Diamanten bekomme dafür, weil ich habe keine Diamanten mehr. Ja, ich gucke bei den Händlern, ob die Diamanten haben, aber ist nicht. Diamanten, hä, welche Diamanten? Ja, die sind zum Einsetzen, die Smaragde, Diamanten. Also, nee, die kriegst du nur in Quest-Augen. Sell-Item. Nee. Wie ich gerade sehe, nein. Das Schwert okay. Nicht. Nessa hat welche, sogar viele. Okay, das ist wunderbar. Ich habe aber Nessa, bei Nessa habe ich, Obwohl, ich muss ja was zum Handeln haben, ne, damit ich ihn bekomme. Ja. Die meisten also kosten eine Scroll of Wisdom. Wo haben wir denn Nessa? Was ist denn dieser Orb of Transmutationschart? Was ist das? Ja, das weiß ich auch noch nicht genau. Purchase Item. So, ich hätte jetzt gerne, Upgrades a normal item to a magic item of a Transmutation. Ah. Okay. Ich glaube, ich investiere aber eine Scroll of Wisdom dafür. Muss nur gucken für welchen, weil es gibt so viele. Oh, Fire. Hits the enemy adding. Okay, warte. Fire an the arrow that deals fire damage to its target and has an inter. Eigentlich will ich ja ganz viel Inventarschaden haben. Ja, ich bin momentan irgendwie mehr auf physikalischen Schaden. Ja, du bist ja auch rechts da. Er ist rechts. Warte. Was? Nur weil ich stolz bin, Deutscher zu sein, will ich jetzt reden. Nee. Oh. Wisst ihr was? Ich setz mir jetzt auf mein Bett. Könnt ihr jetzt? Könnt nicht mal. Ganz ehrlich. Pro 2 Intelligenz kriege ich 1 Mana. Und ich habe 135 Mana. Ah, so. Okay. Boah, das wäre eigentlich voll geil, wenn ich jetzt eine Funktastatur und Maus hätte, könnte ich einfach von meinem Bett aus aufnehmen. Nee, es ist. Ich muss an meinem PC dran sitzen, sonst. Ja, kann aber, bei solchen Spielen geht das eigentlich relativ chillig so vom Bett aus. Nee. Ich glaube, ich baue mir das auch um, wenn ich mal irgendwann ein Rennspiel-Let's Play oder so, dass ich mich dann wirklich auf meinem Bett chille zum Zocken. Und dass ich dann halt das Mikro irgendwie. Ne? So 10.000 Meter Greiferarm und so. Nö, also bin noch am gucken, welchen, Warte, ich schau mal, ich guck mal gerade World Screen, jetzt habe ich ja The Waveform, Coast Bleeding Hit, 5 Seconds, deals 101,2% of Base Attack Damage. Also die Quest-Location ist auf jeden Fall wieder zurück zu diesem Scheiß. Ja, dahinter ist sie dann noch. Und dahinter müssen wir so den Weg vorwärts müssen wir dann gehen. Also im Prinzip alle Areale einmal durch. Ja, jetzt chill doch mal. Ich bin gerade erst am gucken, welchen, Lass mich doch mal ausreden, Junge. Nee. Ist doch schlimmer als ein Mädel. Nee, glaube ich nicht.
Okay. Okay, das klingt jetzt ganz toll. Wir zicken uns gegenseitig schön an, das ist immer nett. Ja, passiert, wenn man zusammen zockt manchmal, ne? Ja. Jo. Okay. Dann gehe ich jetzt wieder verkaufen. Nee. Das reicht mir, was ich hab. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Also ich teleportiere mich zum Waypoint am besten. Dann mach ich gleich auch. Dann warte da mal, Pless. Pless, ja, ich warte da, Pless. Pless, go, Midal. Ich bringe viel zu viele Insider, die hier kein Mensch versteht. Das macht jeder unabsichtlich in dem Sinne. Ja, go, Midal, Pless. Pep F1 twice to see latency. Press F to pay respect. Press F to pay respect? Wo? Kennst du? Das ist einer der größten Witze aus Advanced Warfare. Da wird irgendein Typ beerdigt. Also ich hab's noch nicht gespielt, ja? Genau, ja, stimmt. Da wird irgendein Heini beerdigt. Und da musst du F drücken, um Respekt zu zollen. Ja, genau. Was toll ist auch einfach, in Battlefield Hardline gibt's ein Soldatengrab. Das findest du irgendwo in so einer Mission. Ja. Und da kannst du auch F drücken, um Respekt zu payen. Also mittlerweile, wenn wir... Auch wenn ich in Battlefield 4 Multiplayer spiele und dann F an einen Gegner mache, zeige ich ihm dann auch Respekt? Ja, du zeigst ihm Respekt, dass du ihm deine Klinge in seinen Hals stopfst. Also ich bin jetzt durch den Waypoint-Tor, durch den Waypoint-Tor. Ja, ich kann nur zur Küste damit irgendwie. Ich kann auch nur zur Küste damit, ich bin ja auch zur Küste dahin. Achso, mit dem Waypoint geht ihr zur Küste? Ja. Okay, gut. Wir warten da dann auf dir. Guck mal, ich hab was Neues, Holtmann. Oh mein Gott. Das ist voll awesome. Nein. Wisst ihr, was awesome ist? Die nächste Folge. Ich hab Angst. Nee. Dieses Alter, Messer. Ja, und ich. Alter, die W ist sieht so aus wie die Ezreal Ulti. Ach mein Gott. So, dann gehen wir jetzt weiter. Nur ein kleiner. Hilfe. Irgendwie ist auch, glaube ich, der Mr. Wan war der einzige von uns, der halbwegs im Blick hat, wie lange wir eine Folge aufnehmen. Ja. Ja, das sowieso. Theoretisch könnten wir sogar schon Cut machen. Theoretisch, aber praktisch. Ja, praktisch, was wäre dann diese Folge passiert? Ich hätte mich auf mein Bett gesetzt und das wäre das Interessanteste gewesen. Oh, ich stopp mal. Aber die so zeitlich könnten wir das. Ja, wie lange machen wir denn jetzt gerade? Ja, das ist schon mal 18 Minuten. Ja, dann können wir ja, von mir aus können wir auch Cut machen. Ja. Dann. Bis zur nächsten Folge Perfmaxer mit unseren netten Damen hier. Also, du willst echt, dass sie mich... Du hasst mich, oder? Ja, ich hasse dich. Wenn meine Software nicht so weit weg wäre, würde ich damit jetzt rumballern, ja? Okay, und damit aber dafür müsste ich aufstehen. Und dabei sehen wir uns mit dieser Aktion bis zur nächsten Folge Perfmaxer. Bis dahin, haut da rein. Tschüssi.